Moin Leute, was geht? In diesem Video soll es mal um das beste Pferd in der Story gehen. Und nein, es ist weder der Araber, noch der Turkmene, noch der Foxtrotter. Und leider auch nicht der Ardenner, obwohl ich diesen euch gerne präsentieren würde. Nein, das Pferd, um das es heute geht, ist wirklich einmalig. Und das könnt ihr auch nur auf eine ganz spezielle Weise bekommen. Nämlich geht es um das niederländische Warmblut in der Farbe Cremello Gold. Hier sind die Werte wirklich on top. Das Leben und die Ausdauer sind fast komplett geschlossen. Natürlich der Rosenschimmel braune Araber hat beide Werte auf voll, also 10 von 10. Ist vielleicht auch ein Tacken schneller und wendiger, allerdings ist dieses Pferd nicht so schreckhaft wie der Araber. Und auch nicht so schreckhaft wie der Turkmene. Und dafür, dass ihr dieses Pferd gratis bekommt, ist es einfach mal das beste Pferd in der Story. Generell sieht dieses Pferd auch wirklich schön aus. Ich persönlich liebe dieses Pferd. Leider kann man dieses nicht im Online-Modus haben. Finde ich sehr schade. Aber es ist einfach das beste Pferd für die Story. Wo ihr dieses bekommt, zeige ich euch jetzt mal auf der Karte. Hier ist noch zu erwähnen, dass ihr das Pferd erst holen könnt, nachdem ihr von Guama wiedergekommen seid. Nämlich hier an dieser Stelle unterhalb von Grizzlies East. Eigentlich nicht zu verfehlen. Ich persönlich empfehle euch auch noch, hier hinzugehen, wenn ihr im Epilog seid. Denn wenn Arthur irgendwann nicht mehr ist, werden auch die Pferde nach einer Zeit leider sterben und ihr habt dann halt nicht so viel von diesem Pferd. Von daher holt es euch im Epilog, meine große Empfehlung. Was ihr machen müsst, ist einfach diese Mission annehmen. Diese Mission hat mehrere Teile. Diese müsst ihr alle ja durchspielen und am Ende bekommt ihr dieses Pferd. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Einfach, weil es ist ein einzigartiges Pferd und das lohnt sich einfach komplett, weil es ist meiner Meinung nach das beste Pferd in der Story. Natürlich, wertetechnisch gibt es da noch den Araber, der dann Tacken besser ist. Aber im großen und ganzen Gesamtpaket, Leben, Ausdauer, Verhalten, Geschwindigkeit, ist es einfach das beste Pferd. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Aber das ist meine Meinung. Falls ihr sagt, ja, der Araber ist trotzdem besser, dann ist das so. Kann ich dann auch nicht ändern, aber ist halt meine Meinung zu diesem Pferd. Von daher könnt ihr euch oder solltet ihr euch dieses Pferd auf jeden Fall holen. Was auch vielleicht nett zu wissen ist, wenn ihr dieses Pferd dann habt, könnt ihr den Namen nicht ändern. Ist halt auch etwas Einzigartiges an diesem Pferd. Wie gerade schon angesprochen, ist dieses Pferd erst verfügbar, nachdem ihr in Guama wart und ist deshalb nicht von Anfang an das beste Pferd in der Story, sondern erst nachdem ihr von Guama wiederkommt. Davor könnt ihr eigentlich jedes Pferd haben, was ihr wollt, zum Beispiel den Araber oder so, denn diese tun es auch, aber nachdem ihr von Guama wiederkommt und am besten im Epilog seid, solltet ihr euch auf jeden Fall dieses Pferd holen. Das war's jetzt eigentlich schon im Großen und Ganzen mit diesem Pferd, mit diesem Video, weil es gibt nicht wirklich viel mehr zu diesem Pferd zu sagen, außer dass ihr es einfach mal ausprobieren solltet. Es lohnt sich auf jeden Fall, meiner Meinung nach. Ist halt kostenlos, von daher kann man sich dieses gerne mal holen. Und vielleicht wusstet ihr ja gar nicht, dass es dieses Pferd in der Story gibt, beziehungsweise wo dieses zu finden ist. Deshalb hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video weiterhelfen konnte. Bedanke mich natürlich fürs Zuschauen und ciao.